Hallo und willkommen in diesem kleinen Ort, und zwar in Savoy, südwestlich vom Balaton. Ab heute gibt es dort jetzt eine neue Attraktion. Tja, wie man sieht, das Runde muss in das Runde. Fangen wir aber erstmal von vorne an. Ja, hallo und willkommen jetzt zu diesem neuen Video. Heute befinden wir uns in dem Ort Savoy. Savoy, genau. Und neben mir ist die gute Seele hier vom Minigolfplatz jetzt, die Manu. Hallo. So, und erstmal fangen wir an, die Öffnungszeiten von euch hier. Wann darf man dann oder wann dürfen dann Gäste zu euch kommen? Also nachdem wir heute unseren Probetag ganz gut rumgebracht haben, werden wir noch ein paar kleine Änderungen vornehmen die Woche, bis dann wirklich alles, glaube ich, optimal läuft. Und am nächsten Samstag, den 13., ist die Eröffnung ab 11 Uhr. Und von da ab haben wir in der Saison täglich geöffnet von 10 bis 20 Uhr. Und wenn das Wetter passt und die Stimmung passt und genug Leute da sind, halt auch länger. Ja. Open End. Da habt ihr euch ja gut was vorgenommen, ne? Ja. Viel Spaß bei der Arbeit. Naja, wenn es gerade passt und alles gut läuft, warum soll man dann abends abbrechen und die Leute rausschmeißen? Das machen wir nicht. Ja, klar, natürlich. Ihr habt jetzt auch hier, ich sage jetzt mal, eine kleine Gastronomie mit dabei, mit Speisen und Getränken und Eis, ne? Ja, ein erweitertes Imbissangebot, okay. Und zum Wochenende dann halt vielleicht auch mal ein paar Highlights wie ein Spanferkel oder irgendwelche besonderen Sachen. Mhm. So wie der Chef Lust hat, machen wir das. Okay. Aber so in der Woche halt ein normales Imbissangebot. Es gibt Eis, es gibt Kaffee, es gibt selbstgebackenen Kuchen und natürlich die Wurstwaren, alles vom Hofladen. Also den selbstgebackenen Kuchen, das habe ich heute selber schon probiert. Also ja, das Blech hätte ruhig ein bisschen größer sein können. Okay, nein, aber es war sehr lecker und auch die Wurst war ja auch alles selber gemacht. Ne? Also alles zu empfehlen dann. Jetzt habt ihr ja noch eine ganze Menge Nebenräume hier, die ja noch gefüllt werden sollen. Ne? Ja, so nach und nach. Also wir wollen einen Tischkicker aufstellen, ein Dart kommt und ein Flipperautomat. Und in etwas weiterer Zukunft wollen wir das Nebengebäude noch umbauen und eine Kegelbahn einbauen. Ja, da habt ihr euch ja noch ganz schön was vorgenommen jetzt. Ja. Jetzt haben wir ja geguckt heute, ihr habt jetzt 18 Bahnen waren das, ne? 18 Bahnen, genau. Turniertauglich. Okay, das heißt also, Vereine können herkommen, können hier ein Turnier veranstalten bei euch. Ja, Vereine, ja. Oder wenn sich irgendwelche Gruppen finden, die gegeneinander spielen wollen. Und irgendwann, sobald wir ein bisschen Luft haben, werden wir versuchen, auch mal selber ein Turnier zu veranstalten. Und hoffen, dass viele Interessierte kommen. Dann hoffen wir mal, dass jetzt bis zum nächsten Wochenende das Video dann viele sehen werden. Oder wenn ihr es später seht, trotzdem mal hier vorbeikommt in Savoy. Die Adressen, das alles dann, werde ich euch noch mit einblenden dann, damit ihr es auch findet dann. Weil leider ist es ja so, hier in Ungarn, es wird nie so geschrieben, wie es gesprochen wird, die Orte, ne? Ja, ist die Pette für Uza 24. Okay. In Savoy. Genau. In der Rechtskurve am Friedhof. Genau. Kann man nicht verfehlen. Okay. Also direkt, wenn man von Horvathgut kommt, ist es gleich am Ortseingang auf der linken Seite dann. Genau. Und auf der rechten Seite ist ein großer Parkplatz. Genau. So. Schräg gegenüber. Genau. Gut, dann würde ich sagen, haben wir alles. Den Rest zeige ich euch noch im Video dann alles dann. Wir haben einiges aufgenommen heute an Bildern und Videomaterial und hoffen, dass es euer Interesse weckt, dass ihr mit vielen Leuten hier vorbeikommt. Das ist Mann und Udo. Dass wir genug Arbeit haben. Genau. Okay, das war's. Ciao.
Auch wenn man mal übers Ziel hinausschießt, macht das nichts, dann kommt die Frau und zeigt ihr Mann einmal, wie das funktioniert. Natürlich darf man dann auch während des Spieles oder halt nach dem Spiel sich verköstigen und eine kleine Stärkung dann zu sich nehmen. Sei es halt in Bratwurst, Schnitzel oder halt auch Kuchen. Das gesamte Team von Udo Lochmann freut sich schon auf euren Besuch auf den neuen Loros Mini Golfplatz in Schavoy.